Willkommen zurück zur Kehre mit Werder Bremen. Wie wir auf dem Kalender sehen, wir haben jetzt 5 Punkte Vorsprung. Und das kann jetzt hier am 33. Spieltag schon ja, eine kleine Vorentscheidung geben. Das heißt, wir spielen unser Spiel, müssen gewinnen. Und dann ist es eigentlich schon fast safe, dass wir Meister sind. Oh, warum habe ich denn jetzt einen Spieler davon vergessen? What the heck? Warum hat das denn jetzt nicht geklappt? Das war es jetzt auch wieder komplett. Haben wir ihn schon drin, Schmitz? Kriegst du nochmal über Schweres? Ah, komm. Sehr gut. Wirst du sogar doppelt trainiert. So. Ich bin mal ganz gespannt. Jetzt kann ja eigentlich nur noch... Ja, wer kommt denn jetzt eigentlich noch? Wen haben wir jetzt nicht gespielt? In Real Life, Dortmund muss hier gekommen, glaube ich, ne? Oder? Ne, Hoffenheim, okay. Oh, dann wird Dortmund das letzte Spiel der Saison. So, wir werden jetzt nochmal motivieren. Das könnte es also jetzt ja wirklich sein. Wir haben 5 Punkte Vorsprung. Und ich sag mal, wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir Meister. Richtig? Richtig. Was ja auf jeden Fall schon mal richtig cool ist. Jetzt dürfen wir es nur nicht verkacken. Leider hat das Team gezeigt, dass es durchaus auch in entscheidenden Partien manchmal dann doch nicht so souverän spielt, wie er hofft. So, Shahin. Wo spielt denn da Shahin? Ist das schon wieder alles verstellt? So, außen spielt Augustinsson. So. Dann so ist Platz. Okay. Dann werden wir mal Löwen reinbringen. Shahin. Dafür spielt Miller. Davies geht natürlich rüber. Und heute darf man von Anfang an rein, weil ich ein gutes Gefühl habe. Saren Renbase. Dann wir jetzt nochmal eben unsere Bank ein bisschen anders ausstatten. Viele Offensivleute. Diatta, der war zuletzt ja auch richtig gut. Nee, eigentlich muss Diatta spielen. Osako geht mal nicht mit. Diatta spielt von Anfang an. So, FIFA, jetzt durchwürfeln wir das nicht noch hier auch noch. Boah, das entscheidende Spiel. Und dann haben wir es echt doch gepackt. Boah, die Bayern, die müssen sich echt in den Arsch beißen. Aber okay. Und so ist das auch manchmal. Das ist so die Dramatik, die ja den Fußball auch so besonders macht. Erstmal das Warm-up. Wer von denen wird heute hier eine tragende Rolle spielen? Max Kruse? We will see. So, wir wollen das hier jetzt mal skippen, damit wir möglichst schnell vorankommen. So, hat FIFA wieder was verstellt? Nein. Okay. Diese Einstellung. Team Pressing. So. De Jong, Bolignoli verliert hier das Duell. Das war's dann wohl mal komplett. So, Löwen heute von Anfang an dabei. Klasen. Gar nicht mal so gut der Pass. Boah, da ist auch Davies zu spät geschaltet, startet. Mein Gott. Das ist übrigens die erste Folge, die ich jetzt seit langem wieder aufnehme. Und das erste, was ich heute so richtig rede. Das heißt, da kann doch nicht alles so richtig funktionieren. De Jong. Oh, Bolignoli. Und Diatta. Oh. Diatta. Versucht und bau mal. Oh, Alter, Bodycheck da noch im 16-Meter-Raum. Wahnsinn. Erste gute Aktion von Werder. Kruse mit der Ecke. Das war gar nichts. Vorne wartet De Jong. Rüg.
Klaassen an den Pfosten. Meine Fresse, ey, wie oft der den Pfosten getroffen hat in dieser Saison. Das ist ja schon nicht mehr normal. Oh, gut durchgegangen hier. Gute Konter. Alles gut gegangen. Bolignoli gegen Belfodil, ehemaliger Bremer. Fehlpass von Diatta. Ja, für die Hoffenheimer, die haben wir eben gar nicht so in den Top 10 gesehen. Für die geht es wahrscheinlich auch nochmal um das ein oder andere Europaplätzchen, würde ich mal vermuten. Belfodil, Rüg. Kanabarek gegen Davies, gibt Einwurf für Werder. Mila. Schöner Pass. Ah, das Zusammenspiel war noch nicht so gut jetzt da oben. Grilic, auch ehemaliger Bremer. Rüg. Flanke nach innen. Baumann muss wegfausten. Also bis jetzt noch relativ offen die Partie hier. Eggestein haut den Ball drüber. Verdammt, ey. Ja, aber Werder macht hier, arbeitet sich gute Chancen. Und ja, wir sind ja auf jeden Fall dem Tor, würde ich jetzt mal gefühlt sagen, näher als die Hoffenheimer. Aber was nutzt es? Es steht weiter 0:0. Und so kann es nichts werden. Eggestein. Davies. Ah, direkt auf Baumann. Das war zu einfach. Ah ja, aber vielleicht sehen wir hier den neuen deutschen Meister. Das darf man nicht vergessen. Rüg, Bolignoli. Kruse. Wieder Baumann, also mein Gott, ey, wie viele Schüsse wir jetzt schon in der ersten Halbzeit schon wieder abgefeuert haben und es ist erst die 25. Spielminute. Wäre das heiß, wäre das absolut heiß. Klaassen. Oh, wieder Baumann, ey. Meine Fräse. Dauerbelagerung hier bei den Hoffenheimern. Und wieder... Nur De Jong vorne. Jetzt vielleicht ein schneller Konter. Mila. Augustinsson. Davies. Gute Flanke. Und da ist Max Kruse. Kommt zum Kopfball. Und der Ball geht wirklich sehr, sehr knapp. Daneben. Gibt Ecke. Jetzt muss auch eigentlich mal das Tor hier fallen. Dann so heute nicht mehr dabei. Mila versucht es auch mal mit einem Fernschuss. Ohne Erfolg. Klaassen nochmal. Wieder Baumann. Meine Güte, es ist heute unumwindbar hier, um Baumann rumzukommen. Akpoguma. Wieder Balleroberung Werder. Klaassen schön auf Krippin. Jetzt. Davies ist frei, kommt nicht dran. Und jetzt wieder Belfodil und De Jong, die hier auf Konter lauern. Gutes Stellungsspiel von Augustinsson. Ballverlust von Davies. Amiri. Karabarek. Schöner Doppelpass jetzt hier. Adams. Nordwald. Poguma. Wieder hier. Wichtiges Duell. Grilic. Balleroberung von Rüg. Kruse. Ah, zu weit und zu lang. Da kam Diatta nicht ran, auch wenn er sehr schnell ist. Klaassen verlierte den Ball gegen Landsmann De Jong. Rüg, sehr aufmerksam bisher. Schön jetzt auf Davies. Der könnte es probieren. Der hat einen guten Schuss.
Aber er verzieht dann doch. Ja, Werder erarbeitet sich hier Chance um Chance, aber so richtig in Tore kann es noch nicht umgesetzt werden. Ich hoffe einfach mal, dass ich das nicht recht. Schön gespielt. Davies. Flanke. Wieder keine Chance von hinten. Wieder De Jong. Also Hoffenheim spielt hier auf Konter. Warum auch nicht? Werder verlegt ihr komplettes Spiel in die Hoffenheimer Hälfte. Jetzt ist die erste Halbzeit allerdings auch gleich zu Ende. Jetzt vielleicht noch eine schöne Flanke. Findet keinen Abnehmer und dann wird es auch gleich hier zur Pause gepfiffen. Es bleibt also hier beim 0:0. Die Hoffenheimer bis jetzt ohne großartige Chance. Und Werder hier macht hier absolut das Spiel. Wir gucken auf die anderen Partien. Bayern führt 1:0 gegen Leipzig. Das müssen sie auch. Das ist letztendlich das Mindeste, was sie irgendwie erarbeiten können. Also auf in die zweiten 45 Minuten. Immer noch torlos. Wäre das für ein Finale? Oh, Fehlpass von Eggestein. Wenn wir jetzt hier das Spiel in der Tat verlieren würden. Dann gäbe es wirklich eine Art Endspiel. Jetzt vielleicht Kruse! Tor! Da ist es doch! 48. Minute. Werder legt vor 1:0 in dieser so wichtigen, entscheidenden Partie. Gegen die Hoffenheimer. Schöner, schneller Spielzug. Gut hier gesehen von Davies und dann noch besser von Klaasen. Und dann sind sie einfach mal schnell und Baumann, ja, nicht so konsequent draußen, wie er vielleicht sein können. Versucht auf der Linie zu bleiben halbwegs. Ja, und dann hat er keine Chance. Max Kruse netzt ein, macht hier das 1:0. Von den Chancen her absolut okay. Und das, ja, setzt letztendlich in dem anderen Stadion die Münchner unter Druck. Und wir dürfen nicht vergessen, hier ist ja auch noch ein bisschen Spielzeit. Werder wird jetzt alles dran setzen müssen, hier möglichst schnell das 2:0 zu machen. Jetzt erstmal die Hoffenheimer mit Grillitsch. Kommt Schulz. Eggestein. Ah, da wollte Klaasen Davies schicken. Das hat nicht so richtig geklappt. Wieder jetzt die Hoffenheimer. Amiri. De Jong. Oh, jetzt ein bisschen Freiraum. Vorsicht jetzt. Oh, Kopfball von... Was eigentlich? Schulz? Und der Ball geht ans Außennetz. Beste Chance bis jetzt für die Hoffenheimer. Die jetzt hier ja deutlich mehr machen als in der ersten Hälfte. Miller. Wieder wird Davies hier geschickt. Schöne lange Flanke. Kein Abnehmer. Rüg. Versucht auch nochmal im Zentrum was zu bringen. Mila. Ein verunglückter Schuss. Es war noch niemand Schuss, glaube ich. Davies. Und wieder ist die Chance vorbei. Eggestein, erstmal mit dem Rückpass. Auf Pavlenka. Rüg. Klaasen. Jetzt schön Platz. Davies, abgefälschte Flanke. Gibt Ecke. Werder wird jetzt auch wechseln. Wir gucken mal, wo es hier notwendig ist. Davies, ein bisschen heute zu schwach für meinen Geschmack. Dafür würde ich sagen, bringen wir jetzt nochmal Johannes Eggestein. Und Klaasen sollten wir auch nochmal wechseln. Für ihn kommt jetzt Möwald oder Fagundes. Ich würde mal sagen Möwald. Und auch vielleicht... Ja, warte mal. Eggestein kommt ein bisschen weiter defensiv jetzt. Ist also defensives Mittelfeld. Und wir bringen auch noch Fagundes. Also jetzt nochmal die letzte Offensivpower für die letzten knapp 30 Minuten. Oh, Daniel Sturridge kommt. Luke de Jong geht raus. So, jetzt die Wechsel. Macht, Leute. Macht hier das 2:0.
Ah, auf der Linie gerettet. Aus der Drehung geschossen von Fagundes. Der war auch nicht schlecht. Also das muss man erstmal auch so hinkriegen. Aber letztendlich keine großartige Stresssituation für Baumann. Ah, wieder Fagundes. Kommt wieder hier zum Einschuss. Und gibt Ecke. Wir spielen jetzt auf den kurzen Pfosten hier. Wieder weiter Werder hier in Belagerung. Ah, kommt nicht an. So, jetzt Otto. Vorne ist Otto. Storage reingekommen. Amiri. Bisschen zurückverlagert das Spiel. Schöne Balleroberung von Maxi Eggestein. Kruse jetzt auf Johannes Eggestein. Und mit letzter Not rettet hier Kaderabarek. Oder nee, Grilic war es gewesen. Das hätte es durchaus sein können. Johannes Eggestein. Schöne Drehung. Wieder gut abgeblockt. Also ich glaube, das wird heute nicht so richtig zum Erfolg führen. Nochmal der Versuch. Johannes Eggestein. Lange Flanke, aber fast direkt auf Baumann. Es bleibt hier beim 1:0 und an der Werder-Mannschaft, die viel nach vorne tut. Und hinten, Gott sei Dank, auch nicht so oft geprüft wird. Jetzt vielleicht ein Konter. Sturridge. Löwen, der macht seine Sache hier heute gut. Als dann so Vertreter, wenn man denn so will. Löwen. Kaderbarek. Bollingjolli. Oh, nicht gut verteidigt. Zentral rausgespielt. Vorsicht jetzt. Immer noch die Hoffenheimer hier. Und raus kommt ein Schüsschen. Ein abgefälschter Schuss. Ja, Torlinientechnik brauchen wir für den Schuss nicht. Ecke für Hoffenheim. Ich glaube sogar die erste in diesem Spiel. Hoffentlich wird die nicht voll. Ganz schwer. Ich glaube auf der Linie gerettet von Pavlenka. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Hier gucken wir nochmal. Schöne Ecke. Kopfball. Ja, auf der Linie war es nicht direkt. Aber der wäre auf jeden Fall sehr gefährlich geworden. Krippin. Schöne Ballverlagerung auf Johannes Eggestein. Huse. Schön gesehen. Augustinsson muss jetzt weite Wege laufen. Ist eingekreist von drei Abwehrspielern. Bleibt trotzdem weitestgehend unten. Berührt und ja, im Endeffekt holt er eine Ecke raus. So, wir müssen auch eine andere Taktik nehmen, Torwart zu stellen. Versuchen wir es mal so. Na, hat nicht geklappt. Baumann pflückt sich den Ball runter. Also 80. Minute, Schlussphase. Jetzt heißt es für Werder durchhalten und nicht noch so ein Late-Night-Goal hier sich einfangen. Johannes Eggestein auf Augustinsson. Ah, in der Mitte, jetzt! Das hätte sein können! Fagundes! Versuch's auch nochmal, meine Güte! Was sind hier für Chancen? Das würde ich mir nachher mal angucken, was Werder sich hier heute für Chancen erarbeitet hat. Wahnsinn! Und nur ein einziges Tor ist resultiert. Grilic. Foul gepfiffen. 84. Minute, Spiel neigt sich dem Ende. Geht hier jetzt noch was? Langer Ball in den Strafraum. Krippin. Johannes Eggestein. Sehr eng. Müssen wir noch gucken, ob hier jemand drankommt. Ah, Ballverlust. Im Spielaufbau. Jetzt Grilic. Sturridge. Pressschlag. Schön jetzt nochmal herausgespielt. Eggestein und Baumann mit einer riesen Parade. Das war ein sehr spitzer Winkel. Ich habe gar nicht gedacht, dass der Ball noch so gefährlich aufs Tor kommt. Und jetzt gibt es also nochmal die Ecke. Langer Pfosten. Kopfball, der war auch nicht schlecht. Von Maximilian Eggestein. Aber der Ball geht dann auch wieder ein gutes Stück drüber. Bleibt hier beim 1:0. 89. Minute. Weiter Abschlag.
auf Kaderbarek, auf den Fuß von Kaderbarek, muss man sagen. Jetzt. Löwen. Oh, kapitaler Fehler von Löwen. Nein, das kann teuer werden. Pavlenka rennt nochmal zur Ecke. Meine Güte, jetzt verspielt Sonny in den letzten Sekunden. Der Schuss war nicht schlecht. Pavlenka rettet sicherheitshalber zur Ecke. Wäre eigentlich drüber gegangen. So, Ecke. 91. Spielminute. Was wäre das jetzt für eine Dramatik? Oh nein! So, die Spielzeit. Haben wir es gepackt. Möwald. Das war's! Das ist es gewesen. Werder gewinnt das Spiel. Und damit haben sie es geschafft. Werder Bremen ist deutscher Meister. Meine Güte, so lange Jäger der Bayern gewesen. So viele Chancen liegen gelassen. Und dann quasi kurz vor Ende der Saison haben sie die Führung übernommen. Die Bayern direkt geschlagen, zweimal in dieser Saison. Und jetzt hier heute in Hoffenheim, wo man alles klar machen konnte. So viel Offensivpower. Und dann nur ein 1:0. Aber auch dieses 1:0 reicht am Ende für den Gewinn dieses Spiels. Und der ist dann gleichbedeutend mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. So, wir schauen uns jetzt mal die Statistik an. Boah. 21:11. Also 21 Schüsse, 11 aufs Tor. Ballbesitz, alles viel, viel besser. Werder hat's gepackt. Wir gehen noch mal ein Stückchen weiter. Die Bayern gewinnen auch in Leverkusen. Aber all das hilft nicht. Werder hat's gepackt. Wir sind deutscher Meister. Hui, ja, ja, ja. Ich glaube, mit dieser Erkenntnis können wir diese Folge jetzt erstmal beenden und dann ganz entspannt in das letzte Saisonspiel gegen die Dortmunder dann wohl gehen. Max Kruse wird aller Voraussicht nach Torschützenkönig werden und auch Davy Klaassen und Davies. Also die Top 3 Torschützen kommen von Werder. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, ihr hoffentlich auch. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.